mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man Mr. Sandman auf der Ukulele als Solostück spielen kann. Wir beginnen mit dieser ganz typischen Einleitung. Ich spiele den ersten Takt ganz, ganz langsam. Ich beginne mit dem Daumen. Der Zweier wird mit dem Mittelfinger gemacht und der Einser mit dem Zeigefinger. Kleiner Finger macht den Dreier auf der ersten Seite. Noch einmal. 3, 4. Die ersten beiden Takte zusammen, zunächst im langsamen Tempo. Und jetzt im schnelleren Tempo, ein, zweimal, 3, 4. Jetzt beginnt das Thema mit diesem Dreier auf der zweiten Seite. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dann greife ich einen Barré am zweiten Bund. Lege den Dreier, den ich brauche, also den Mittelfinger jetzt schon hin und der kleine Finger spielt diesen Fünfer. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dann brauche ich einen E7 Griff, das sieht folgendermaßen aus, Zeigefinger, erster Bund, vierte Seite, Mittelfinger, zweiter Bund, dritte Seite und der Ringfinger, zweiter Bund, erste Seite. Und ich brauche zusätzlich den kleinen Finger, der diesen Dreier spielt. Ich spiele ganz langsam von hier bis hierher. 3, 4. Ich spiele mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger der linken Hand. 3, 4. 3, 4. Und bevor der erste Schluss kommt, wiederhole ich alles im langsamen Tempo. Ich spiele die Einleitung zweimal und dann kommt dieser Teil bis hierher. Also ich beginne ganz von vorne in etwas langsamem Tempo. 3, 4. 4. Jetzt kommt der erste Schluss. Drei, vier.
4. 3, 4. Dann greife ich die Dreier als Barré mit dem Zeigefinger. Der Mittelfinger spielt den Vierer und logischerweise der kleine Finger oder auch der Ringfinger, ich nehme den kleinen Finger, den Fünfer. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dann kommt ein Vierer mit dem Zeigefinger, zweite Seite. Und dann Ringfinger und kleiner Finger, sechster Bund. Ich schiebe den Griff eins höher und zwei nieder. Noch einmal. 3, 4. Ich spiele den ersten Schluss von hier bis hierher. Noch einmal, 3, 4. Dann beginnt das Ganze von vorne und dann mit dem zweiten Schluss. Der zweite Schluss klingt folgendermaßen. Ich spiele diesen Teil, zweiter Schluss. Von hier bis hierher, 3, 4, 3, 4. Dann kommen vier einzelne Saiten. Noch einmal. Barré, fünfter Bund, Ringfinger, siebter Bund, erste Seite. Und wieder die Einleitung. Ich spiele jetzt von hier eine Wiederholung, dann spiele ich komplett erster Schluss und bis zum zweiten Schluss spiele ich es durch. Die komplette Nummer in sehr, sehr langsamem Tempo zum Mitspielen. 3, 4. 1. Schluss. 2. Schluss. 2. Ich wünsche viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.